Hallo, in diesem Video zeige ich euch den Mini-Thermal Printer, einen Thermotransferdrucker mit der Modellnummer WP9510A. Das Gerät, ihr seht hier, hat hier direkt auch schon einen Barcode. Wenn man den scannt, kann man sich die Software zu diesem Gerät herunterladen. Ist kompatibel mit Android und iOS. Dieser Drucker wiegt 230 Gramm, ist also äußerst leicht und auch klein und handlich. Funktioniert über Bluetooth das Ganze. Schaut folgendermaßen aus. Also sehr schlicht und elegant. Wir haben hier in der Verpackung eine Quick Start Guide, also eine Kurzanleitung, auf dem beschrieben wird, wie man das Thermopapier tauschen kann, also das Drucketikett. Wichtig zu wissen, bei diesem Drucker wird keine Tinte verwendet, sondern wirklich nur über Thermo, also mit Temperatur, auf die Etikettenrolle gedruckt. Hier haben wir nochmal einen Barcode, nochmal für die Software, beziehungsweise das ist, um die Gewährleistung und zu aktivieren und drei zusätzliche Rollen Thermopapier zu bekommen. Hiermit in der Verpackung noch mit drinnen ist ein USB-C Ladekabel. Mit einer Akkuladung kann man 420 Etiketten in etwa drucken. Die Lebensdauer des Druckers ist bestimmt mit 78.000 Rollen oder knapp 50 Kilometer Etiketten. Hier kann man scheinbar das Etikett abschneiden. Ich selber habe es noch nicht in Verwendung gehabt. Ich habe es gerade eben erst aufgemacht. Hier ist ein Knopf hier oben drauf. Da kann man das Ganze öffnen. Hier wird das Thermopapier eingelegt. Das ist hier die Etikettierrolle, die mit im Lieferumfang mit dabei war. Sieht man, das ist weißes Druckpapier. Die wird hier einfach eingelegt, hier oben in der Vorrichtung. Und dann hier vorne ausgeführt. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich es wieder richtig rum einlege, damit ja keine Etiketten verschwendet werden. Der große Vorteil von diesem Drucker, er ist überall mobil natürlich mitführbar. Er ist leicht und handlich, kann also überall mit eingesetzt werden. Hier oben sieht man den Druckkopf, mit dem die Temperatur auf das Thermopapier übertragen wird. Und hier oben sieht man auch die Einheit, die erkennt, wie groß die Etiketten sind. Gut. Das Ganze ist über, wie gesagt, über das Handy oder über ein Tablet, über Android und iOS steuerbar. Hier drücke ich mal auf den Ein- und Ausschalter. Ich habe es selber, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Hier leuchtet jetzt eine blaue LED. Und das bedeutet für mich mehr oder weniger, dass der Drucker eingeschaltet ist. Wirklich mehr ist an dem Gerät nicht zu bedienen. Der Rest funktioniert alles über die Software. Hier unten haben wir noch die USB-C Ladedose, mit dem man den Drucker aufladen kann. Wie das Ganze funktioniert und wie das Druckergebnis ist, zeige ich euch gleich in der Fortsetzung. Da werde ich euch ein Foto einblenden mit den Etiketten, die ich gedruckt habe, um das Ganze auszuprobieren. Falls euch das Video weitergeholfen hat, falls ihr das Unboxing gut fandet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, gerne meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dieses Produkt über meinen Produktlink, den ich unten in die Videobeschreibung mit aufnehme, kauft. Davon bekomme ich eine kleine Provision. Ihr zahlt keinen Cent mehr. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank. Und wenn du Lust hast, auf Twitch mir beim Livestream zuzugucken, geh auf twitch.tv/arrowwings und lass auch dort gerne ein Follow da. Wir sehen uns.